Jo Leute, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Cry of Fear. Es werden jetzt die letzten Folgen sein, die ich jetzt hier aufnehmen werde. Denn ich denke mal, es geht jetzt hier zu Ende. Wir sind ja letztes Mal vom Zug aus abgehauen. Wir haben den Rucksack verloren. Wir haben nur noch einen Stab und eine Lampe. Und hier ist es irgendwie ungewöhnlich hell. Der Simon, der atmet wieder so komisch. Und dort hinten ist eine Lampe. Ist es eine Lampe? Ja. Okay, wir werden jetzt hier sehr viel Spaß haben. Watch out for the trees. Jetzt werden hier schreiende Frauen irgendwo runterfallen. Oh Gott, ich will da eigentlich gar nicht durchgehen. Aber wir müssen. Und von daher würde ich mal sagen, go! Okay. Boah, Alter. Da fängt schon an. Hallo? Hä, aber ich kenne die irgendwie aus einem anderen Spiel. Die kommen mir. Die haben voll das Panda-Gesicht. Irgendwie mit so einem roten Mund, sonst haben die voll das Panda-Gesicht. Aua! Okay, die machen Schaden. Was? Der ist doch kein... Hängt die... Wo hängt die denn? Die hängt am Himmel! Hier ist sogar kein Baum. Huch, achso. Hier ist sogar kein Baum, oder? Oh, das ist der Ast einfach nur mal 5 Meter lang. Naja, gut. Hier wird auch noch irgendwo eine kommen, glaube ich, oder? Ne, hier ist so ein Stein. Genau, da war noch eine. Boah, Alter, wenn ich jetzt gleich diese Kettensäge höre, ne? Wo muss ich jetzt lang? Oh! Wie, das war's schon. Ja, aua! Bitte nicht aua machen. Bitte nicht aua machen. Die machen voll viel Schaden, die Viecher. Wie? Soll ich jetzt verarschen? Oh! Ah, das hast du dir so gedacht, ne? Das hast du dir so gedacht. Alter, wo hängt denn dieses Seil? Das hängt im Nichts. Gut, dann müssen wir jetzt hier also weiter. Ey, wenn ich renne einfach irgendwo hin, wenn ich diese Kettensäge höre. Ich habe so keinen Bock hier. Besonders hier in diesem scheiß Wald. Hier, guck mal. Warte mal. Ach so, da fehlt die Textur. Naja. Hä? Ich muss doch hier lang, oder? Nicht. Ich kann hier nichts. Wo zum Teufel geht's denn hier lang? Also das scheint ja jetzt nicht. Ja, hör doch mal auf zu atmen jetzt. Ach, hier ist die. Ja, gut. Da ist die Tür. Hä, wie hält er denn den Stock? Also. Ah, mit Eisstick kann ich nichts machen. Alter, nee, ich will hier nicht durch. Ey, das ist doch so brutal hier, das Spiel. Oh. Was ist das? Ja. Kann ich auch woanders lang gehen? Da muss ich doch jetzt nicht runter, oder? Alter, da unten ist so ein Katakomben-Dings, glaube ich, ist das. Warte, ich guck mich hier nochmal ganz kurz um. Da unten ist so ein Katakomben-Dings und da kommen wieder Schreie raus. Achso, ich dachte schon, da kommen schon wieder Schreie raus. Da hatte ich nix. Gut. Naja, gut. Wir müssen noch runter. Es hilft nicht anders. Hilft nichts anderes. Was? Keine Ahnung. Oh Gott. Wenn da jetzt irgendwas erscheint angelaufen kommt. Oh nee. Ist, was? Also. Alter. Oh! Okay. Ich will da gar nicht entlang. Komme ich hier nochmal zurück? Ja. Okay. Oh, oh. Hä? Ach nee, das ist... Das erinnert mich jetzt hier an dieses Level, an dieses... Oh Gott, was war denn das mal für ein Level? Da, wo die... Das Fenster auf dem Boden war. Was ist Jump'n'Run? Ah nee! Da, wo diese Monster uns entgegengefahren kamen. An diesem Haken aufgehängt. Genau, das war's. So, hier kommen gleich 100%ig irgendwie ein Monster entgegen oder sonst ein Jumpscare oder was auch immer. Also ich will dem Spiel jetzt hier keine Ideen machen, aber das vom Anfang, dieses Monster als Jumpscare, ganz am Anfang der allerersten Folge, wo wir da alles abfotografieren mussten, so etwas kam hier schon lang nicht mehr. Oh Gott, das muss ich hier auch noch runter. Da sliden. Ups. Weil wenn ich mich jetzt hier einfach nur fallen lasse, dann kriege ich ein bisschen Schaden. Oh Gott, Alter. So. Okay. Oh!
Och nee, das ist... Ach Gott, nicht so etwas. Warte mal, das machen wir mal so. Über! Sehr gut. Boah, ist aber voll laut hier. Oh mein Gott. Das trickst mich hier aus, ne? Ja, es ist ja schon klar hier. Geh zu jetzt. Was ist denn das jetzt hier für ein Level, Alter? Das kann doch echt nicht wahr sein. Nein! Boah. Alter, jetzt. Nee, bleib zu. Oh, nein, ich hänge. Nein! Oh. Muss ich hier lang? Oh, ich glaube, das ist so gewollt. Alter, die Türen, die sind voll laut. Warte mal so, Moment. Jetzt hier hin. Oh. Alter. So, warte mal dann. Geh mal zu jetzt. Mich verarschen? So. Nein! Oh. Alter, wenn wir das jetzt hier überleben, ne? Das würde mich sehr freuen. Geh zu jetzt. Oh. Ich grüße. Oh. Nein! Nicht du! Geh weg! Oh, Alter, diese Scheißviecher, die auf ihren Händen laufen. Ich will gar nicht wissen, wie laut das Spiel jetzt eigentlich gerade ist. Warum kann ich hier so lang... Oh Gott, nein. Bitte nicht nochmal. Ah, gut, endlich. Ah, hier geht's ja weiter. Ich hasse diese Viecher, die auf ihren Händen aufhaben. Wir haben keine Spritze. Hier liegt auch nirgendwo eine. Das ist... Oh! Es geht nach oben. Ja. Hier ist noch eine Laterne und keine Spritze. Mann, Spiel, warum machst du denn sowas mit mir? So, was erwartet uns jetzt? Ui! Wo sind wir denn jetzt hier? Auf jeden Fall wieder... Nee, hä? Warte mal. Das hier ist doch ein Weg, wo der gegen eine Wand endet. Geil. Kommen wir jetzt wieder zur Zivilisation. Das wäre sehr cool, wenn ich jetzt hier aus dem Wald wieder draußen bin. Nee. Ich guck mich jetzt hier um, ne? Aber hier liegt nichts. Und ich brauche eine Spritze. Wir haben zwar ja nicht mehr die Hälfte des Lebens, knapp unter der Hälfte. Warte mal. Warum ist der Ton hier so laut? Ach so. Oh. Okay. Ach, der Doktor, hier ist er also. Ich frag mich, wie er hier überall durchkommt. Durch die ganzen Monster und so, da gehören die dem alle. Und die ganzen Türen, die da jetzt waren, da sind Autos. Die ganzen Türen, die da waren. Hat er die alle aktiviert oder was? Wäre schon ein bisschen seltsam, egal. Gibt's hier irgendetwas? Hier kann ich wieder nicht anrufen. Ah ja, ich habe ja mein Handy nicht mehr. Gibt's hier irgendwelche Secret-Dinge? Na, natürlich kann man hier nichts machen. Ey, das ist doch so dumm. Man kann die Autos nicht verwenden, nur weil der Innenraum zerstört ist. Kaputt. So, hier ist ein Tor. Kann man schon sehen, wohin? Nee. Also müssen wir da durch. Spiel häng dich nicht auf. Oh, ein Haus. Oh nee, das ist. Oh, das heißt nichts Gutes eigentlich. Liegt denn hier irgendetwas? Oh, ich sehe hier schon Spritzen liegen, ne? Gibt's da nicht, echt. Hier muss doch irgendwo. Boah, jetzt müsste hier irgendwo jemand am Fenster stehen. Das wäre so. Oh nee, nein, das ist ja das Haus. Da hat man, also das kenne ich auch schon aus dem Koop-Ding. Ja, schreit er dann ruhig. Da haben wir auch wieder den Kettensägenmann gesehen. Und den habe ich hier jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Oder ich suche jetzt hier wirklich, ob ich hier irgendwas finde. Aber ich glaube, ich finde hier nichts. Ja, ich laufe hier wieder viel zu lange außen rum. Gut, dann gehen wir mal rein. Wir müssen nachher noch irgendwo hier durchs Fenster durch. Von dort oben kommen wir dann nach unten durchs Fenster. Mehr weiß ich jetzt aber gerade auch nicht. Besonders hier ist ja eh alles anders. Oh. Huch. Okay. Hier kann man speichern. Okay. Speichern wir erstmal.
Wie heißt der Speicherpunkt? Mental Hospital. Ah, hier könnte jetzt alles zu Ende gehen. Das ist der Doktor. Das passt ja zu dem, ne? Dass er jetzt... Genau, dann von der Story her, die Sequenz, die wir vor kurzem gesehen haben, wo derselbe Doktor hier in diesem... Es müsste eigentlich dieses Hospital sein, wo er uns dann diagnostiziert hat oder halt gesagt hat, was wir haben, nachdem wir diesen Unfall gehabt haben. Alter, nee, komm, geh doch weg. Wo kommen die Schritte jetzt her? Ich hoffe, das war der Doktor, Alter. Oh Gott, welche Richtung? Ich glaube, ich gehe erstmal hier. Ich kann hier nicht gehen. Open the gate blocking the staircase. Needs electricity. Oh Gott, nee. Leute. Oh. Komme ich denn hier hin? Bin ich im Keller? Gehen wir erstmal in den Keller. Gar kein Problem. Hallo? Oh, hier ist eine Garage. Die geht nicht. Oh, es juckt gerade. Kleinen Moment. So. Hier kommt gleich irgendwas angerannt. Oh, hier kann man rein. Hallo? Oh nee, hier ist so ein Gang. Das... Hier geht's ja noch weiter runter. Ah, hier war das. Okay. Ich kenne die Stelle, also auf jeden Fall den Raum. Hier, glaube ich, habe ich in der Koop-Kampagne das allererste Mal den Priester. Leuchtet die Tür, Alter. Sieht aus, als ob die irgendwie glühend heiß ist an den Seiten. Warte mal, hier kann... Ups. Hier kann man nicht hin, oder? Oh. Doch, man könnte. Kann man hier... Nee, nicht, dass ich dann da festhänge. Das ist nicht so gut. Gucken wir mal, was da drin ist. Vielleicht müssen wir hier auch am Ende hin. Das kann natürlich gut... Alter, geht's ja noch weiter nach unten. Wo kommen wir denn hier hin? Eine Taschenlampe. Wir haben eine Taschenlampe bekommen. Und hier ist irgendein... Oh Gott. Das sieht... Ach, hier. Oh, es leckt. Er Steam downloadet gerade etwas. Ganz toll. Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht schlimm. Was muss ich denn... Oh Gott, nee, das... Boah, Alter, das... Warte mal. Das leckt hier gerade ein bisschen heftig. Ja, das... Ah, okay, warte mal. Okay, Moment. Das war jetzt aber nicht richtig, oder? Müssen wir hier alle nach unten bekommen? So, jetzt machen wir wieder das. Warum das jetzt so leckt, kann ich euch gerade nicht sagen. Locate the Doctor. Oh Gott, das ist ja abartig. 6 Frames, ja, geil. Oh mein Gott. Warum leckt das denn so? Mein Gott, Spiel, was machst du denn? Das lag jetzt aber nicht an dem Ding, ne? Weil da hat es angefangen zu lecken. Ich muss mal ganz kurz in Steam gucken. Das ist ja nicht normal hier. So, ich habe das Update mal... Achso, ja, jetzt läuft's wieder. Gut. Das Update hat hier das Spiel zum Längen gebracht. Wow. Hallo? Warte mal, machen wir das mal hier auf die 1. Jetzt machen wir das mal so. Ne, warte. So. Jetzt ist hier hundertprozentig irgendwas passiert. Irgendein Monster müsste jetzt hier sein. Sonst wäre jetzt hier nicht so... Achso, das war ja schon. Sonst wäre jetzt hier nichts kaputt gegangen. Irgendwas ist doch hier passiert. Hallo? Alter, das Ding ist auch voll laut. Warum ist das Spiel auf einmal so laut bei mir? Ist hier jemand? Hallo? Oh Gott, nein, hör auf zu laggen, Spiel ist so. Nicht die. Nicht die. Oh. Na, du Olle. Alter. Warum hat die ein Kind im Bauch, was ein Messer in der Hand hat? Ja, das ist ganz normal. Mein gebärt sein Kind mit einem Messer in der Hand. Also wenn das Kind ein Messer in der Hand hat. Ganz normal, ich weiß zwar nicht, wie es da reingekommen ist. Bestimmt unten irgendwie reingeschoben oder so, aber... Warum auch... Oh Gott, hier ist die Bowlingbahn.